Ach, guck an, der Wanderhafer meldet sich doch nochmal. Und damit herzlich willkommen zurück zu Super Mario Galaxy 2. Das habe ich gar nicht gewusst, dass der doch noch einmal kommt. Aber Wanderhafer will spielen. Und zwar in der Wasserverlies-Galaxie. Das ist also der letzte Stern dieser Welt. Dann haben wir auch diese Welt geschafft. Und wer dann glaubt, wir haben das Spiel fertig, der hat sich total geirrt. Highscore-Jagd in der Unterwasserhöhle. Oh yeah. Wanderaffe turned erneut back. Aber diesmal wirklich ein letztes Mal. Also diesmal kommt er nicht nochmal zurück, das schwöre ich euch. So. Wanderaffe, dann sag mal an, Kollege. Was gibt's? Hm? Hallo auch. Du hältst dich recht gut da draußen. Um mich zu schlagen, musst du aber früher aufstehen. Schließlich bin ich der legendäre Wanderaffe. 10.000 Punkte, du Sack. 3 Minuten dafür Zeit. Da kriegen wir schon mal nichts für. Hätte ich mir auch gleich denken können. So. Ich weiß nicht, ob das hier schwer, einfach oder schwer ist. Das kann ich euch leider noch nicht beantworten. Aber da wir 3 Minuten Zeit haben, denke ich, das geht schon. Passt schon von der Zeit. Aber von der Zeit her, denke ich, wird es nicht mal mehr. Ist ja noch einfacher als gedacht hier. Ach, ja, wenn es mehr nicht ist. Mein Gott, so schwer ist das nicht. Man kann ja sogar umdrehen. Guck. Hui. Falls wir mal was verpasst haben, können wir einfach umdrehen, gechillt. Schaut euch an, wie viele Punkte wir hier geschenkt bekommen. Ja, das ist doch easy. Beenden wir Welt 6. Dann haben wir auch die geschafft. Das freut mich. Das macht Spaß. Weil das so einfach ist. Das ist so einfach. So, die ganze Boost hier mitmetzeln. Kommt her, ihr Säcke! Elf Stück brauchen wir noch. Mehr als nur einfach, Leute. Da muss er schon schwerere Schicks auf, aber nicht zu schlagen hier. Geschafft. Ach, wir dürfen sogar noch weitermachen. Guck mal, wie nett die da sind. Du, jetzt kommt doch noch einmal die scheiß Igel hier oben, ne? Ja. Jawohl! Super, das waren 11.520 Punkte. Du bist nur mein legendärer Rivale. Nimm den Powerstern als Zeichen meines Respekts und wenn du mal Zeit hast, kannst du mir vielleicht einen deiner Tricks beibringen. Dankeschön. Aber immer wieder gerne, mein Freund. So, Welt 6 ist damit completed. So, und wer jetzt wirklich gedacht hat, das Spiel ist vorbei, der hat sich mächtig geirrt. Das geht noch weiter, wie ihr bereits schon gelesen habt. Die legendäre Welt S hat sich geöffnet. Welt S steht wahrscheinlich für Super oder so, keine Ahnung. Die Galaxie ist auf jeden Fall komplett. Und es gibt einen Brief für den Baby Luma. Juhu!
Hurra! So, dann lagern wir noch ein bisschen ein. So, seid ihr bereit, die letzte Welt zu sehen? Sie haben gut aufgepasst. Oh ja, es geht noch einmal rund. Und was für eine Überraschung. Das sieht mir ganz nach der berüchtigten legendären Welt aus, die als verschollen galt. Anscheinend gibt es hier noch weitere versteckte Powersterne. Also dann begeben wir uns auf die Suche, Steuermann. Jawohl. Und ihr könnt auch schon sehen, uns fehlen sogar noch 2 Sterne, um das hier freizuschalten zum letzten Stern hier. Und der will 2000, Leute. Der will 2000. Da werde ich erstmal wieder ordentlich farmen müssen. Aber noch sind wir da ja lange nicht. Jetzt geht's zur Pixel Mario Galaxy. Klitzekleines Klempnerproblem. Aha. Da ist der Mario. Guck an. Ich kenne auch den Kometen hier, der ist eigentlich auch ganz cool. Also ich mag den Kometen eigentlich. Das sind 100 lila Münzen und ich habe die Kometenmünze auch schon gesehen. Der Stern taucht hier auf. Ja, da muss man aufpassen. Denn hier sind solche grünen Plattformen und die verschwinden ja, wie wir alle wissen. So, wir müssen alle diese Felder aktivieren. Aber das war euch sowieso klar. Ich kann euch doch einen kleinen Schnitt sagen. Hoppala. Ah, der Typ hat mir, das war jetzt ein kleiner Bug, der hätte mir eigentlich den abziehen müssen. Ach, so süß, das M ist auch da. Nehmt euch von diesem Kerl hier nach, der den Laser schießt. Der konnte euch nämlich töten. Ich habe nicht gewusst, dass er das unendlich oft. Ich habe gedacht, er macht so kleine Pausen zwischendurch. Das war mein Fehler, tut mir leid. So, wir machen mal zuerst da oben. Ah ne, er hört doch auf, aber nur wenn man zu weit weg geht anscheinend. Oder wenn man sich aus seinem Radius raus bewegt. Ach du Blödmann. Ups. Hier gibt's noch Sterne, oder? Hä? Ach, da hinten fehlt noch was. Na gut, machen wir das auch noch eben. Zack. Und plötzlich wird der Mario ganz grün, aber es bleibt Mario. Es ist nicht Luigi, weil Luigi hat ja eine grüne Kappe. Und so alles. Und der ist ja an sich nicht grün. Und jetzt haben wir den Stern und die Kometenmünze und haben das abgeschlossen. Jawohl. Und nach 9. Taucht der Komet auch gleich schon auf? Das fände ich eigentlich ganz nett. Ja, gut, super. Bam, 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 weiter geht es. Boah, ich kann gar nicht mehr aufhören, Mario Galaxy 2 gerade zu spielen. Das ist gerade echt krass. Die lila Münz Luigi, das lila Münz Luigi Mosaik. So. Das Luigi! Oh my god, it's Luigi! Oh. Unser Bruder, das ist übrigens die andere Seite einfach nur, also. Sammle alle lila Münzen. Ja, die zum Schluss. Ach du Scheiße. Mit 2 Minuten und
und den Dingern. Es fehlt wirklich nur noch, dass es ein Riesen-Pokémon ist und dann wäre das eigentlich perfekt. Oh nein, da fehlt eine Münze. Ja, schon verkackt. Wieso fehlt denn da so eine Plattform? Lösen die Wichser die wieder auch, die wieder auch aus? Das ist mir zu rausgerutscht hier. Das ist aber gemein. Scheiße. Ach, wie blöd bin ich denn? Was sieh ich um mit Hilfe von Steuerkreuz? Der Mixer! Oh, das habe ich jetzt leider auf die leichte Schulter gegeben, diesen Stern. Das ist jetzt ein bisschen blöd gelaufen, denn ich hatte mich jetzt hier auf einen chilligen Part eingestellt, weil das eigentlich ein super Galaxie ist, eine super tolle. Und jetzt das. Na gut. Müssen wir halt irgendwie so damit zurückkommen. Na egal. Finde ich trotzdem gut. Galaxie ist trotzdem chillig. Ja, blöd gelaufen gerade, aber. Sag mal, wie viele von den Kerlen sind das hier eigentlich? Ich sehe die hier nur rumhüpfen, aber wie viele von denen sind das eigentlich? Alter Schwede, ach, die haben gar nicht auf. Ja, das ist super. Eine Infinite-Menge von denen. Nicht einfach, Leute. Das sieht so einfach aus, denke ich, im Video. Wie ihr sehen könnt, ist das hier ganz schön scheiße gefährlich. Und es ist ja auch keine Lava, das ist so ein blöder Treibsand. Wo man drin verkackt. Verreckt. Nein, dieser Ding! Ah! Und so, was regt mich denn so? Weißt du, wenn das wenigstens mit Lava oder so wäre, ne? Boah! Ist doch klar, dass die irgendwann überall rumlaufen, ey. Was soll das? Boah. Jetzt ist mir richtig heiß, weil mir alles, weil mir das ganze Blut ins Gesicht schießt gerade. Meine Pfanne, ey. Wie blöd. Wirklich ein Scheißstern. Und das ist echt was gestorben hier. Wird gelaufen. Wieder tot. Super. Die Zeitbegrenzung ist sogar noch das kleinste Problem. Ja, na klar. Ja, klar. Was denn sonst? Ach, da hört da hören sie auf. Okay, da ganz hinten hören sie auf. Boah, ist das eine Scheiße. Entwickler von Mario waren wirklich mal in die Drohnenentzugsanstalt, ey, das ist unglaublich. Ein Minütchen noch. Ach Mann! Ich bin so verkackt. Ich brauch mich hier eigentlich gar nicht mehr zu bemühen, ich mach's trotzdem. Heiliger! So, wo drei Münzen sind, weiß ich jetzt noch. Wo laufen die denn
Ja, irgendwann wird man sowieso von irgendeinem deinem Sprung getroffen. Da kannst du gar nicht schaffen, ne? Ja. Ein Bock. Halt's Maul, Luca. Halt's Maul. Halt's Maul. So ein Schwachsinn, das ist so ein Schwachsinn. Wieso mache ich sowas überhaupt? Wieso mache ich so ein 100% Let's Play überhaupt, hä? Halt's mal jetzt. Hä? Sieht besser aus als die Male davor. Sieht viel besser aus als die Male davor. So, jetzt muss er irgendwie zurückkommen. Ohne dass mir so ein Arschloch hier in die Fresse springt. Meine Fresse, ey. Jetzt mir zurück. Hier. Was? Ne. Was? Nein! Du Wichser! Du Wichser!